Howard Carter war ein britischer Künstler und Ägyptologe. Er wurde Grabungsleiter und der Lord Carnarvon, der 1914 die Grabungslizenz für das Tal der Könige erhielt. Carter wurde 1922 durch die Entdeckung des unberaubten Grabes des Tutankhamen im Tal der Könige in Luxor sehr bekannt. Wer sich auch für Tutankhamun interessiert, sollte sich das Carter-Haus einfach mal ansehen. Es ist entsprechend der damaligen Zeit möbliert und ansehenswert. Das Carter-Haus wurde 2009 als Museum der Öffentlichkeit übergeben. Hier hat Howard Carter gelebt und gearbeitet. Alles ist noch sehr gut erhalten. Das Haus wurde als Ziegelbau errichtet und verputzt. Die Decke ist aus Holz. Das Haus besteht aus Eingang, Eingangshalle, Korridor, Zentralhalle, zwei Schlafzimmern, Büro, Wohnzimmer, Esszimmer, Labor, Dunkelkammer und Küche.